She is a lost soul. A child whose innocence was cruelly taken from her. What kind of god could allow such things to happen? Innocent children turned into monsters. I thought then I could save her. Show her some kindness that might mean something to her. What a fool I was. Just like the three Brotherhood founders, we were all betrayed. I feel a sense of pity for them now. I have traveled that road that they first set out upon, and I have become that which they became. I am darkness. I am shadow. Gabriel ist schon so ein bisschen emo-mäßig geworden, ne? So ein bisschen Depri eingestellt. Ich glaube, es hat ihm nicht so sehr bekommen, dass seine Frau sich da in den Himmel verzogen hat. So, gehen wir jetzt nach oben oder bleiben wir erstmal hier? Ich weiß es gar nicht so richtig. Schauen wir uns doch mal diesen Kreis an. Der da so ganz unauffällig leuchtet. Was ist denn das? Ring wählen, Ring im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn. Yay! Ach du Schande. Na, das kann ja toll werden. Ha. Okay. Wir drehen dann also immer das Ganze. Ja, wenn das so ist, dann richten wir doch die erstmal zueinander aus. Wie ist denn das so? Ich glaube schon, ne? So. Siehst du, passt. Die richten es noch ein bisschen für mich. Das ist schon eher ein Schloss, mit dem man arbeiten kann nach einem harten Arbeitstag. Das Problem ist, das kriegt auch jeder, dessen IQ 20 übersteigt, hin. Es scheint sich nichts zu tun. So, bevor wir da lang gehen, werde ich jetzt aber ganz kurz hier oben... We cannot continue. The top floor no longer exists. No shit, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber danke für den Hinweis. Ich wäre sonst die Treppe weitergegangen und in den Abgrund gestürzt. Ein Teil scheint zu fehlen. Das erklärt, warum der Mechanismus nicht funktioniert. Gut, das dachte ich mir schon fast. Damit hat sich auch... I sense a powerful magic in this clock. Mother said there was a way to turn back time with this machine. Ah, das ist die Zeitmaschine. Ach so. Das heißt, wir wollen den Turm wiederherstellen, indem wir die Zeit zurückdrehen. Dann erklärt sich jetzt auch, dass wir hier lang gehen müssen und warum wir hier lang gehen. Wunderbar. Ich rieche Gegner irgendwie. Ah, so viel dazu. So, ich versuche mal ein bisschen mehr auf Sicherheit zu gehen. Haben wir irgendwas, um die Löcher zu verstopfen vielleicht? So, während sie da beschäftigt ist, komme ich nicht dazu. Okay. Man konnte es ja mal probieren. Du da! Komm her! Falsche Taste? So, das ist die richtige. Okay. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es hier endlos weitergehen wird, solange die Löcher noch offen sind. Die Frage ist nur, womit können wir die Löcher zustopfen? So, jetzt ist gerade mal eine kleine Pause. Vielleicht kann ich ja jetzt doch hier aufmachen. Ah, das Gebrodel hat auch aufgehört in den Löchern, ne? Vielleicht kommen sie ja doch nicht endlos. Komm, weiter geht's. Folge mir unauffällig. I will not go into the chapel. I'll wait here. Oh. Haben wir Angst vor dem großen Kreuz? Ich sehe gar keins. Vor der Heiligkeit? Gabriel randaliert gleich wieder. Echt? Ein Ringkampf mit einem Skelett? Was ist das denn? In den Arsch gesteckt, genau, weil da so viel Platz ist. Wo hat er das Riesending denn jetzt hingestopft? Ich schließe aus der bedrohlichen Musik, dass jetzt, ja, Feinde kommen. Ach, die lustigen Geister.
dem habe ich so gemischte Erinnerungen. Ich weiß, dass am Anfang ab und zu mal die Kämpfe unglaublich einfach wirkten mit denen. Da hatte ich aber auch richtig böse Begegnungen. So, das lief aber schon mal ganz gut. Nein. Jetzt bufft er seine Klinge auch noch. Shit, wie kann ich dem denn ausweichen? Gar nicht. Offensive ist die beste Defensive. Ab geht's. Einfach drauf. Siehst du, kein Problem. Da hat auch jemand die Kerzen wieder angemacht. Sehr freundlich. Siehst du, Laura, alles gut. Wir können gehen. Gibt's denn hier draußen zufälligerweise was zum Sammeln? So einen Finger zum Beispiel. Genau. Ich dachte es mir doch fast. So, wir haben jetzt also 4. Weiß nicht, ob es noch nur einen gibt, was anzunehmen wäre, oder noch 6, was ein bisschen viel wäre. Fick deine Statue. Okay, wir können jetzt endlich den Mechanismus reparieren. Also endlich, was heißt endlich? Der war ja gleich um die Ecke. Da kann sich Gabriel jetzt erstmal diesen Edelstein wieder aus dem Hintern ziehen. Das hast du sehr gut erkannt, meine Kleine. Feines kombinatorisches Denkvermögen. Auf geht's. Drehen wir die Zeit zurück. Gone back in time. The top floor of the tower should be there now. Willkommen in der Vergangenheit. Ich will noch mal ganz kurz schauen, ob sich hier was verändert hat. Könnte ja sein. Sieht aber nicht so wirklich danach aus. Die Frage ist, würde jetzt noch der Finger Frankensteins hier rumliegen? Denn wir sind ja in der Vergangenheit, vermutlicherweise in einer Vergangenheit vor Frankensteins Ableben. Aber ja, ob es so mit Logik kam, ja, weiß ich nicht. Gut, gehen wir mal nach oben. Das Geticke setzt einen ja mal wieder ein bisschen unter Druck. Keine Ahnung, ob das irgendwie von Bedeutung ist, dass die Uhr tickt. So, können wir hier was machen? Nee, ne? Gut, gehen wir einfach mal nach oben. Es wird Zeit. Der Vergessene wartet, nehme ich an, oder Laura? Haben wir hier irgendwas Schönes? Oh, ich hätte vielleicht erstmal den anderen Weg auschecken sollen. Okay, sieht komisch aus. Ich gehe nochmal nach unten, ne? Du hast doch nichts dagegen. Here are the shrines of the three founders of your order. Mhm. Amazing, amazing. So, nur noch mal ganz kurz ein bisschen Energie. Cornell, the youngest of the founders. His overconfidence blinded him to the threat that you represented until it was too late. Der gute alte Werwolf-Fürst. Langes her. Oh, wirklich. Ja, sehr gut. Ruhig bleiben. Oh, komm schon. Flächenangriffe von euch? Das ist mir neu. So, kullern wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, das habe ich früher auch zu wenig gemacht. Oh, du Sackgesicht. Ich habe gerade auf den da hinten geguckt. Den ich mir jetzt erstmal krallen will hier. So, ich sollte die Lichtmagie vielleicht einfach einsetzen. Ich meine, wir können ja sowieso unsere Energie hier wieder aufladen. Du da! Komm mal her! How dare you!
you attack me. Machst du doch nicht kaputt, ich wollte noch spielen, Mensch. Ach, Laura. Ja, putz dein Kleid, genau. Check nochmal deine Fingernägel oder sowas. Okay, nö, energietechnisch sieht eigentlich ganz gut aus. Wegen dem kleinen bisschen bei der Lichtmagie gehe ich jetzt nicht nochmal aufladen. Okay. Was darf's denn sein heute? Sag doch mal an, liebe Schriftrolle. Was müssen wir denn tun? Ich habe in den Gründergemächern herumgestöbert, als mir eine mysteriöse Notiz in die Hände fiel. Die dunkle Fürstin der Vampire schreibt darin Folgendes über diesen Ort. Die Tür zu Cornells Blut wird sich erst öffnen, wenn eine meiner Puppen in der Mitte des Bretts steht. Ich nehme an, dass das irgendwie mit dem berüchtigten Zauber des Puppenmeisters in Verbindung steht, mit dieser teuflischen Magie, derer sich die dunkle Fürstin bediente, um Rüstungen und Puppen zu kontrollieren. Okay, wir haben ja zum Glück ihre Tochter dabei, die kann das ja sicherlich auch. Also, sie kann es auch. Benutze den dunklen Handschuh, um den Block zu bewegen. Die Frage ist, wohin? Erstmal nehme ich auf jeden Fall den Finger mit hier. So, damit haben wir 5. Wie viele haben sie denn abgeschnitten? Nur eine Hand oder zwei? Ich nehme an, dann wohl doch 2. Sonst hätte ich doch bestimmt irgendwie ein Erfolgserlebnis gehabt. Na gut, was passiert? I want to play too. What fun? Oh, oh, see if you are able to put the toy into the center of the board. Was? Tödliche Puppe bewegen. Ach so. Aha, aha, aha. Ja, warte. Lass mich noch mal kurz gehen. Die Position ist an sich relativ klar. Wir müssen sie hier... Wie zur Hölle soll ich die denn da hinkriegen, diesen Steinblock? Okay. Das kann witzig werden. Schauen wir mal. Oder schiebe ich ihn immer bloß eins weiter? Dann wäre es ein bisschen sehr einfach, das Rätsel. Nein, er wird wirklich immer geschoben, bis wir am Ende angekommen sind. Na gut, schauen wir einfach mal. Ich meine, an sich müssen wir immer den Weg nehmen, der uns dann zum nächsten Block führt. Zum... Ja, okay, okay, okay. Erstmal nach unten. So, ich mag solche Verschieberätsel ja total. Eins nach oben. So, schiebe ich das damit nicht wieder fast zurück auf die Position, auf der ich vorher war? Ich weiß gar nicht. Bin mir nicht sicher. Nee, vorher war es in der Reihe hier gewesen, ne? Müssen wir noch mal kurz schauen. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass wir jetzt einen Erfolg erzielt haben. Frage ist auch, könnten wir von hier aus jetzt dagegen schieben? Ich bin ein bisschen unschlüssig. Lass uns einfach mal probieren. Geht, geht. Okay. Dann können wir einfach nochmal hierhin zurückgehen. So ein Gegrunze immer. Wir könnten natürlich auch irgendwie schauen, ob wir... Nee. So, warte mal. Wenn wir die Puppe jetzt hier haben, könnte ich hier hin... Hier hin. Das bringt mir schon mal nichts. Oder? Dahin, dann dahin. Dann würde sie gegen die Wand gehen. Nee, das bringt mir nichts wirklich. Nee, ich glaube nicht.
Oh, dieses Gerätsel hier ständig. Ich will die Rätsel aber auch nicht auslassen. Das wäre ja cheaten. Bringt es mir was, jetzt dieses Ding hier einfach runterzuschießen? Ich glaube nicht. Es geht aber halt auch wirklich immer bis zum Ende. Das ist halt das Blöde dabei. Was machen wir denn da? Ich will mal ganz kurz schauen, ob wir... And another one. Ja, schick deine Puppe rein, genau. Blob. Wie könnten wir? Ach, warte mal. Das ist doch ganz einfach. Komm, lass mich mal. Darf ich? Das ist irgendwie einfacher, als ich dachte. Gut. So. Auf geht's. Zur nächsten Runde. Andere Seite. Das ist sehr schön. Dann lass mal dein Püppchen laufen. Ich glaube... Ach, das muss mir doch einer sagen. Das wusste ich jetzt natürlich nicht, dass die blöden Dinger auch noch verbrennen, wenn sie einfach nur ins Ende gehen. Das ist natürlich schade. Ansonsten wäre es aber wirklich sehr einfach gewesen, muss ich zugeben. So, wir müssen also definitiv erstmal hier hin. Können es aber auch so machen. Das dahin stellen würde. Aber das bringt mir ja nichts so wirklich. Vor allem, wie soll ich es da. Ja. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Lass verbrennen. Nee, komm. Wir stoppen einfach. Tja. Was machen wir denn da? Das fällt ja was, ne? Wo ich jetzt drauf stehe. Ich bin ein bisschen unschlüssig, was ich tun soll. Ich könnte es auch hier hinschieben. Könnte ich da dran. Und dann komme ich hier hinten hin, was mir gar nichts bringt, weil er dann einfach nur verbrennt. Ich könnte auch hier runter. Da lang. Und dann hier rüber. Und meinetwegen hier hinkommen würden. Dann dahin. Okay. Alles klar. Wie muss ich das denn jetzt schieben? Also ich glaube, ich weiß, wie ich es schieben muss. Ich weiß bloß nicht, also ich weiß, wo der Block hin muss. Ich muss bloß erst mal schauen, wie ich ihn hier hin und her schieben muss, damit ich ihn auch da auch hinkriege. So, Hauptsache ich vergesse jetzt nicht, auf welche Position ich ihn schieben wollte. So, eifriges Hin und Her. Hör auf rumzuflattern, komm. Ich weiß, du bist ganz stolz, dass du Flügel hast, aber lass dich stecken. Ach, siehst du mal, ich brauche gar nicht immer dieses Luft holen und anhalten. Anlauf nehmen. So, jetzt sollte es doch eigentlich passen. Neuer Versuch. And another one. Ja, another one. Und diesmal werden wir zum Erfolg kommen. Hoffe ich. Einmal hier rum, einmal darum. Einmal nach links. Einmal nach unten. Und wir haben es geschafft. Yay! Und ich sehe schon die Belohnung, unsere Säuregruben. Die Säuregruben brodeln. Es werden wieder Ghule kommen. Yay. Ich gehe dann mal, ne? Laura, viel Spaß. Ich sammle kurz Connors Blatt ein. Blut, nicht Blatt. Well done. We have Cornell's blood. Yep, das hast du gut erkannt. Viel Spaß. Na gut, vielleicht können wir ja mal ein bisschen mitkämpfen. Take that and that and that.
Die finde ich jetzt ein bisschen unnötig, die Bude hier. Aber was soll's? Ehrlich mal, legt euch nicht mit dem Mädchen an. Das ist Psycho. Ist aber auch gut, dass wir sie nicht treffen können. Das ist sehr praktisch. So, laden wir noch kurz ein bisschen unser Leben auf. Du hängst da irgendwie fest, mein Freund. Okay. Haben wir's. Also dann. Rätsel Nummer Uno wäre damit gelöst. Wir laden kurz ein bisschen unsere Magie auf. Wollen wir weitergehen, Milady? Zur Mama. Beautiful Carmilla. I didn't get to know your human past. But I cannot stop thinking that some part of it still existed in the creature that I called Mother. And I still envy you for that. Nun denn. Laura, can you cross to the other side and look for Carmilla's blood? Also dann. Ja, ein hübsches Schildchen hast du da. Es erscheint mir noch ein bisschen leer im Moment. Darf ich? Wieso habe ich eigentlich nur ein halbes Leben mit dir? Ich gehe mal ganz kurz rüber. Wir schauen uns das erstmal an. Ah, so ist das also. Sie ist komisch. Sie ist ein bisschen komisch. Sie hat manchmal so eine Attitude. Ich weiß auch nicht. Hängst du da gerade fest mit deinem Nebel? Das finde ich seltsam. Okay. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, ich werde sterben. Ich hätte nicht so viel opfern sollen gleich. Bo-bom.